Es gibt eine großartige Methode, mit der können Sie einen Narzissten bestrafen und ihm einen Denkzettel verpassen, den er so schnell nicht vergessen wird. Und dieser Denkzettel, der ist zugleich ein Schutz für Sie, denn er hält den Narzissten davon ab, Ihr Selbstbewusstsein und Ihr Leben weiter zu zerstören. Die Methode, die ist einfach, jeder kann sie anwenden, aber sie ist kaum bekannt. Ich werde Ihnen alles darüber erzählen. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und ich begleite Sie mit meiner 365-Tage-Challenge durch Ihr komplettes Jahr mit Tipps und Inspirationen. Link unter diesem Video. Ehe Sie mich fragen, ob es nicht unreif ist, einen Narzissten bestrafen zu wollen, darf ich Ihnen jetzt schon antworten. Bei meiner Methode, da geht es nicht in erster Linie darum, dass Sie jemanden bestrafen. Es geht darum, dass Sie sich selbst belohnen. Denn das ist Strafe genug für den Narzissten. Gleich lernen Sie, wie diese wunderbare Methode funktioniert. Vorher ist es wichtig, dass Sie einschätzen können, ist der Mensch, an den ich jetzt denke, überhaupt ein Narzisst? Weist er die typischen Merkmale eines Narzissten oder einer Narzisstin auf? Oder habe ich es einfach mit einem schwierigen Charakter zu tun, der deshalb aber noch lange kein Narzisst sein muss? Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel, wie eine Beziehung mit einem Narzissten verlaufen kann, welche Gefahren auf Sie lauern, und dann stelle ich Ihnen eine Methode vor, mit der Sie ihm diesen heftigen Denkzettel verpassen können. Also, ein Narzisst, und denken Sie bei diesem Wort bitte auch Narzisstin mit, ein Narzisst wird Sie immer auf Händen tragen, wenn er in Ihr Leben tritt. Er wird sich charmant und wortgewandt geben, er wird Ihnen das Gefühl vermitteln, dass Sie die Sonne an seinem Himmel sind. Er wird Ihnen Komplimente machen, er wird Sie umgarnen, er wird Sie beeindrucken mit seinem Charme, mit seiner Weltläufigkeit und oft auch mit seinem Wissen und mit seinen Kontakten in alle Himmelsrichtungen. Gut möglich, dass der Narzisst Sie an abenteuerliche Orte ausführt, dass er Ihnen rührende Nachrichten aufs Handy schreibt. Er wird der frische Wind sein, der durch Ihr Leben fegt, der Wind, nach dem Sie sich womöglich schon lange gesehnt haben. Und er wird Ihnen Komplimente machen wie niemand zuvor. Er wird Ihren Charakter loben, Ihre Schönheit loben, Ihre Wohnung loben, Ihren Geschmack loben, einfach alles an Ihnen loben. Es ist, als würde ein warmer Regen der Anerkennung über Ihnen niedergehen. Es ist, als wäre endlich der Mensch in Ihr Leben getreten, der Ihre Einmaligkeit voll und ganz erkennt und versteht. Und so wird der Narzisst auch ganz schnell als Ihr Seelenpartner auftreten, sich als Ihr Seelenpartner bezeichnen, als die große Liebe, als etwas ganz, ganz Besonderes. Und jetzt mal ehrlich, wer von uns ist stark genug, einer so offensiven Zuneigung zu widerstehen? Wer von uns hofft denn nicht heimlich, so viel Wertschätzung, so viel Liebe von einem anderen Menschen zu erfahren? Und wissen Sie, warum wir so scharf auf diese scheinbar bedingungslose Liebe sind? Weil wir sie uns selbst versagen, weil wir an uns herumnörgeln, uns kritisch sehen. Genau an diesem Punkt wird später meine effektive Strategie ansetzen, wie Sie dem Narzissten den Denkzettel seines Lebens verpassen können. Aber lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Verhalten des Narzissten sagen, ehe ich auf den Denkzettel zurückkomme. Also, der Narzisst, der wird Ihnen vorkommen wie ein Radio, das pausenlos Ihre Lieblingssongs spielt. Er wird sagen, was Sie hören wollen. Sie werden fürs Leben gern seinen Worten lauschen. Sie wollen ihn um sich haben. Sie wollen ihn immer näher an sich haben. Sie werden geradezu süchtig nach diesem Menschen, nach seiner Stimme, nach seiner Nähe, nach seinem Körper. Und jetzt, genau jetzt, jetzt sind Sie in die Falle gegangen. Denn Sie wissen ja, wie es sich mit einer Sucht verhält. Der Süchtige weiß, dass er sich selber schadet, er weiß, dass er damit aufhören sollte, aber er kommt von seiner Droge nicht mehr los. Und genau auf diesen Effekt hat der Narzisst gebaut. Er hat sie nicht toll gefunden, weil er das wirklich so sah, er fand sie toll, um sie damit an ihn zu binden. Er hat ihnen Komplimente gemacht, nicht weil er sein Herz öffnete, sondern er hat sie sich ausgedacht, um ihr Herz in Ketten zu legen. Und er hat sie mit seinen liebevollen Nachrichten nicht bombardiert, weil er einen Gedanken einfach nicht von ihnen lassen konnte. Nein, er hat das getan, um sich selbst den Zugang zu ihren Gedanken zu verschaffen, um pausenlos durch ihren Kopf zu spuken und sich dort festzusetzen. Er hat all das getan, um sie süchtig zu machen, um für sie zu einer Art Droge zu werden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ein Mensch, der sie wirklich liebt, der verfolgt mit seinen Handlungen keinen Zweck. Er macht ihnen ein Geschenk, weil er sie liebt. Er gibt ihnen einen Kuss, weil er sie anziehend findet. Er macht ihnen ein Kompliment, weil er es genauso meint. Aber er wird nichts von alledem tun, um sich selbst einen Vorteil ihnen gegenüber zu verschaffen. Er berechnet nicht, er öffnet sein Herz.
Der Narzisst tut exakt das Gegenteil. Er verschließt sein Herz, aber er will ihres erobern. Denn das ist die Voraussetzung für ihn. Sie sollen den Eindruck gewinnen, dass sie ohne ihn nicht mehr leben können, dass sie ihn unbedingt brauchen. So wie der Junkie die Droge, so brauchen sie ihn. Sonst werden sie zittrig, wenn sie nicht bekommen, was er ihnen bietet. Dann sollen sie sich wie auf Entzug fühlen, sobald er ihnen mal kurz den Rücken zuwendet. Er will ihre Abhängigkeit spüren, denn das verleiht ihm Macht und Bedeutung. Aber selbst erweckt er den Eindruck, nicht abhängig von ihnen zu sein. Das ist allerdings ein Irrtum, wie Sie bei meinem Denkzettel gleich noch merken werden. Vorher die wichtige Frage: Woran können Sie bemerken, dass die Liebe eben nicht ehrlich gemeint ist, sondern in narzisstischer Absicht erfolgt? Erstens, oft bemerken Sie das erst, wenn Sie schon Hals über Kopf in den Narzissten verliebt und an ihn gebunden sind, also schon ziemlich tief gesunken. Zweitens, es wird nicht mit einem Schlag geschehen, dass er sein wahres Gesicht zeigt, sondern das wird Schritt für Schritt geschehen. Zum Beispiel kann es passieren, dass der andere mit der Zeit immer unzuverlässiger wird. Das geht los bei den Verabredungen. War der Narzisst zu Beginn immer überpünktlich, kommt er jetzt auch mal zu spät? Oder er sagt Termine kurzfristig ab, weil ihm angeblich etwas dazwischen gekommen ist. Oder er verspricht ihnen etwas oder etwas für sie zu tun oder etwas mitzubringen, aber dann hat er es leider vergessen. Es kann sogar passieren, dass das gemeinsame Abendessen im Restaurant, das er zuvor immer bezahlt hat, fortan auf ihre Rechnung geht. Natürlich handelt es sich hier um Machtspielchen. Der Narzisst will herausfinden, wie viel sie sich gefallen lassen. Erst wird er sie mit kleinen Zumutungen konfrontieren, dann mit immer größeren. Zum Beispiel kommt er zu spät zu einer Verabredung erst ein paar Minuten und sie lassen es ihm durchgehen. Dann kommt er nicht mehr zu einer Verabredung und sie schlucken seine Ausrede. Und dann hat er plötzlich gar keine Zeit mehr für sie und für die Verabredungen. Und sie nehmen es in der Hoffnung hin, ihn bald wieder zu sehen. Aber sie ahnen schon, dass er sie nach Lust und Laune betrügt. Oder erst setzt er sie durch verbale Ohrfeigen herab, etwa indem er ihnen zu verstehen gibt, sie könnten ihm ja nicht das Wasser reichen. Dann greift er sie mit bösen Aussagen an, etwa dass sie zu nichts zu gebrauchen seien, total unfähig und dumm. Und schließlich rutscht ihm dann die Hand aus und das Gemeine daran ist, dass alles Schritt für Schritt für Schritt passiert. Nachdem er sie abhängig gemacht hat, nachdem er zu ihrer Droge geworden ist, steigert er ganz, ganz langsam die Dosis der Zumutungen. Das geschieht so langsam, dass sie es kaum bemerken. Denn in ihrem Kopf, da ist immer noch das Bild des Menschen gespeichert, der doch so zuvorkommend war, der sich als ihr Seelenpartner bezeichnet hat, der sie absolut auf Augenhöhe sah. Aber sie müssen sich bewusst machen, dieser Mensch, das war nur eine schauspielerische Leistung. Dieser Mensch, der ist tot. Und das, was der Narzisst wirklich ist, das erleben sie jetzt. Er wird probieren, das Kommando über ihr Leben zu übernehmen. Er wird alles tun, sie von ihren alten Kontakten zu isolieren und abzuschneiden, von ihrer Familie genauso wie von ihren Freunden. Er wird den Anspruch erheben, dass sie um ihn kreisen müssen wie die Erde um die Sonne. Er will der Mittelpunkt ihres Universums sein. Und er will ihnen vorgeben, was sie zu denken haben. Auch dieses Spiel beginnt sehr alltäglich. Zum Beispiel sitzen sie mit ihm im Lokal und sagen ihm, was sie gleich bestellen werden. Aber nun beginnt er, ihnen dieses Essen auszureden. Vielleicht bezeichnet er es als zu ungesund und er macht ihnen klar, was sie stattdessen essen sollten. Und sie lassen sich widerwillig darauf ein und dann auf dem Heimweg kommt es vielleicht zu einem Streit und sie werfen ihm vor, dass er sie nicht mal ihr Essen auswählen lässt und wird er zu ihnen sagen, geht's noch? Du hast dein Essen selbst ausgewählt, ich habe kein Wort dazu gesagt. Ich beobachte in letzter Zeit immer öfter, dass du dir Dinge einbildest. Diesen Vorgang, den nennt man in der Fachsprache Gaslighting. Der Narzisst, der verwischt ihre eigene Wahrnehmung und ersetzt sie durch seine Sicht der Dinge. Natürlich beleidigt er sie nicht, sondern sie sind nur zu empfindlich, um die Wahrheit zu hören, die er angeblich völlig sachlich und nüchtern vorträgt. Natürlich hat er den Termin nicht verschwitzt, sondern sie haben wieder mal alle Daten durcheinandergebracht. Und natürlich hat er sie nicht geschubst, sondern sie sind beim Streit mit ihm über ihre eigenen Beine gefallen und unglücklich auf dem Boden gelandet. Das Schlimme daran ist, wenn der Narzisst ihnen lange genug einredet, dass sie die Wirklichkeit falsch wahrnehmen, dann werden sie immer unsicherer. Was wir oft genug hören, das lagert sich als Wahrheit in unserem Kopf ab. Dann glauben sie am Ende nicht mehr ihrer eigenen Wahrnehmung, ihren eigenen Empfindungen, sondern sie glauben ihm.
Jetzt komme ich gleich zu meinem Denkzettel, aber Sie können ihn erst anwenden, wenn Sie sich innerlich vom Narzissten distanziert haben. Also, machen Sie sich in brutaler Ehrlichkeit bewusst, dass Sie in eine Falle gegangen sind. Und den wahren Menschen, den haben Sie eben nicht zu Beginn der Beziehung kennengelernt, sondern Sie haben ihn jetzt genau vor sich. Träumen Sie sich nicht davon, träumen Sie sich nicht in die Situation, dass alles wieder wie zu Beginn werden könnte, sondern machen Sie sich Folgendes bewusst. Wenn Sie diese Beziehung weiterlaufen lassen, dann wird es von Tag zu Tag schlimmer werden. Sie nehmen eine Droge, die Ihnen schadet, das zieht Ihren Körper runter, das zieht Ihren Geist runter und das zieht Ihr Leben runter. Es gibt nur eines, den radikalen Entzug. Lassen Sie die Finger weg von dieser Droge. Meiden Sie unbedingt den Kontakt zu dieser Droge, den Kontakt zu diesem Narzissten. Leben Sie Ihr Leben ohne die Droge. Und jetzt, genau jetzt, bin ich bei meinem Denkzettel angelangt. Denn was braucht ein Narzisst wie kein anderer Menschentyp? Er braucht Anerkennung, er braucht Zuwendung, er braucht Bestätigung. Es gibt den Narzissten nur, wenn er gesehen und beachtet wird. Es gibt ihn nur, wenn er sich in der Welt wie in einem Spiegel sehen kann. Aber was passiert, wenn dieses Echo ausbleibt? Was passiert, wenn der Spiegel blind ist? Was passiert, wenn es Ihnen gelingt, den Narzissten zu ignorieren? Das ist eine ganz spannende Frage und ich kann Ihnen Antwort geben, da ich schon etliche Fälle dieser Art begleitet habe. Wenn Sie sich von dem Narzissten lösen, wenn Sie ihm den Laufpass geben, dann werden sich die Machtverhältnisse mit einem Schlag umdrehen und verschieben. Plötzlich wird es der Narzisst sein, der Ihnen hinterherläuft, der Ihnen Termine vorschlägt und der von Ihnen Rückmeldungen erwartet. Plötzlich wird es der Narzisst sein, der die gemeinsame Zeit verklärt und von Ihnen fordert, die Beziehung oder Freundschaft wieder zu starten. Plötzlich werden Sie merken, wer hier in Wirklichkeit von wem abhängig war. Nämlich er von Ihnen und nicht Sie von ihm. Wenn es Ihnen gelingt, den Narzissten zu ignorieren, dann verpassen Sie ihm den Denkzettel seines Lebens. Reagieren Sie nicht mehr auf seine Nachrichten, ganz egal, was er Ihnen schreibt. Nehmen Sie seine Anrufe nicht an, ganz egal, wie oft er es klingeln lässt. Gehen Sie nicht auf Grüße ein, die Ihnen von gemeinsamen Bekannten ausgerichtet werden. Und lassen Sie sich auch von Drohungen nicht beeindrucken. Lassen Sie das von sich abprallen, auch falls er ankündigt, Sie zu verklagen, weil Sie noch zwei T-Shirts von ihm in Ihrem Schrank liegen haben. Und sogar, falls er Ihnen in der Öffentlichkeit auflauert, sollten Sie so tun, als wäre er so durchsichtig wie Luft. Lassen Sie sich keinesfalls dazu verleiten, auf seine Vorwürfe zu antworten oder ihm selbst Vorwürfe zu machen, weil er Sie nicht in Ruhe lässt. Denn ganz egal, wie Ihre Reaktion ausfallen würde, sie wäre ein emotionales Futter für ihn. Wenn er zum Beispiel bemerkt, dass er Sie durch sein Stalking beeinträchtigt, wäre das ein innerliches Fest für ihn. Und er würde sein Stalking ausweiten, sogar dann, falls es ihm polizeilich verboten würde. Denn in diesem Fall wüsste er ja, dass er Sie emotional getroffen, emotional berührt hat. Dass Sie Angst haben, dass Sie nur wegen ihm die Polizei gerufen haben. Und das würde ihm ein Gefühl der Bedeutung geben. Das Gefühl, dass er in Ihrem Leben immer noch eine Rolle hat, dass er Sie immer noch kontrolliert. Das Gefühl, dass er Ihre Gedanken bestimmt. Das Gefühl, dass er noch immer die Sonne in Ihrem Universum ist. Ob eine helle oder dunkle Sonne, das ist ihm völlig egal. Hauptsache, Ihre Gedanken kreisen um ihn. Aber wenn Sie ihn wirklich ignorieren, wenn keinerlei Reaktion von Ihnen kommt, dann hungert er emotional immer mehr aus. Erst recht dann, wenn Sie nun zur zweiten Stufe des Denkzettels übergehen. Sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut geht und dass Sie aufblühen. Treffen Sie Menschen, die Ihnen Freude bereiten. Tun Sie Dinge, die Ihr Herz lachen lassen. Üben Sie Hobbys aus, die Ihnen Energie schenken. Gehen Sie gut mit sich selber um, mit Ihrem Körper und Ihrer Seele. Erlauben Sie es sich, glücklich zu sein ohne ihn. Und ich schwöre Ihnen, dieses Glück, diese Zufriedenheit, die werden Sie auch ausstrahlen. Und wenn der Narzisst bemerkt, dass Sie ohne ihn nicht nur überleben, sondern richtig gut leben können, dann entfaltet Ihr Denkzettel eine heftige Wirkung in ihm. Dann kränkt ihn Ihr neues Glück so sehr, dass er Ihren Anblick, ja den Gedanken an Sie nicht mehr ertragen kann. Der wird Sie dann verdrängen und dann sind Sie ihn endlich los und dann, ja dann können Sie wieder in Freiheit leben und dann haben Sie dieses dunkle Kapitel, dann haben Sie den Narzissten hinter sich gelassen. Schauen Sie jetzt unbedingt noch mein Video darüber, welchen Satz Sie sagen müssen, damit ein Narzisst zittert und Sie in Ruhe lässt. Es ist eine verrückte Methode, sie funktioniert wirklich. Klicken Sie das Video jetzt gerne in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch ein.
Und jetzt noch mein bester Tipp, wie Sie Ihr Leben während oder nach einer Beziehung mit einem Narzissten wieder auf erfreuliche Bahnen bringen. Ich stehe Ihnen dabei zur Seite. Passen Sie einmal auf. Ich wollte öfter Nein sagen und selbstbewusster sein und für meine Bedürfnisse kämpfen. Warum tust du es nicht? Ich wollte jeden Morgen joggen und gesünder essen und das Rauchen aufhören. Warum tust du es nicht? Ich wollte Karriere machen und mehr Geld verdienen und im Beruf vorwärts kommen. Warum tust du es nicht? Keine Ahnung. Ich sage es dir, du verlierst im Alltag deinen Willen aus dem Auge. Komm in meine 365-Tage-Challenge. Dort halte ich dich jeden Tag des Jahres auf Kurs 365 Mal. Klingt gut. Ist es auch. Ganz viele Teilnehmer haben mit der Challenge einen Karrieresprung geschafft, treten selbstbewusster auf, ernähren sich gesünder und sie machen mehr Sport. Probier es aus, ich schenke dir die ersten 14 Tage. Und was, wenn ich nicht zu 100% zufrieden bin? Dann genügt eine Mail in den ersten 4 Wochen. Ich will sicherstellen, dass du begeistert bist. Klick jetzt den Link auf dem Bildschirm und starte in ein besseres Leben. Dein Martin Wehrle.